Hallo Leute, Super Mario Lufis hier und heute nehme ich zurück mit dem Division 2 Händler Reset. Hat ein wenig gedauert, die Serverwartung wurde zweimal um eine Stunde verschoben und jetzt haben wir nun endlich die Items vom Händler. Anfangen tue ich beim Clan Händler, dort gibt es, wie ihr gerade hier seht, eine Named Gilagard Maske. Die hat als spezielles Attribut Impulsgeber Fertigkeiten Tempo 100%, also ihr habt da 100% Cooldown auf dieser Nebenmaske für euren Puls oder Scan, wie auch immer ihr es nehmen wollt. Die Rüstung ist auch nicht so schlecht und Sprengsatzwiderstand könnt ihr rollen, beziehungsweise oben auch die Rüstung, wenn ihr sagt, ihr wollt mit Sprengsatzwiderstand spielen, weil die NPCs hauen wir sowieso so viele Granaten vor die Füße. Eine Hardwired Weste, da müsst ihr Kopfschussschaden hier wegrollen. Wenn ihr noch keine habt, auf jeden Fall beim Clanhändler hier zuschlagen. Dasselbe gilt dann für die Dilemma Knieschoner, die haben 10,7 Waffenschaden, da müsst ihr dann Statuseffekte hier wegrollen. Das Set-Teil hat Chance und Crit Damage als Talent, der 4er Bonus ist auch nicht so schlecht. Aktivierte Direktive, Statuseffekte ist schon oben, da könnt ihr Waffenschaden wegrollen und weil der 2er Bonus ist ja auch Statuseffekte, falls ihr irgendein Drohnenstockbild oder ein Blutenbild auf jeden Fall. Hier habt ihr gleich beides oben und ihr könnt Waffenschaden wegrollen. Ich habe mir das gleich mal gekauft. Dasselbe gilt für die Golan-Maske. Die könnt ihr für einen Schildtank benutzen. Rüstung schon oben, Fertigkeiten, Tempo und das zweite Attribut könnt ihr dann wegrollen. Ein Providence-Handschuh für die M1E-Spieler, für die Gewehrspieler mit Waffenschaden und Crit-Chance oben. Statt Waffenhandling dann einfach Crit-Damage oder ein Attribut eurer Wahl hier raufrollen und der Handschuh ist dann wirklich nicht so schlecht. Weiter geht's im Campus, da gibt es eine Chefska-Maske. Die Werte schauen jetzt mal auf den ersten Blick sehr niedrig aus, aber ich werde mir die auch kaufen und spielen, weil Gefahrenschutz oben ist, Crit-Damage und ich kann hier den Waffenschaden dann umrollen zu Ausdauer, weil man braucht einen perfekten Roll, damit man das Hauptattribut hier wegrollen kann. Dann gibt es in der Darkson Süd einen aktivierten direktiven Rucksack sowie nochmal eine Hardwired Weste. Dann in der Darkson Ost gibt es noch einen Hardwired Holster, gesagt, falls ihr den noch nicht habt. Ja, das war es jetzt von mir mit den besten Items der Woche. Like und Follow nicht vergessen und ja, dann viel Spaß beim Zocken. Haut rein, ciao, ciao.